den zwei Vorbereitungsspielen gegen Iserlohn, dass heute einfach die Intensität höher war. Wir haben heute gesehen, wie körperlich hart diese Spiele sein werden für uns. Und ich bin durch die Bank eigentlich recht zufrieden, wie gut wir gegenhalten konnten gegen eine starke Düsseldorfer Mannschaft. Ich habe uns gut läuferisch gut gesehen im ersten Drittel mit Druck aufs Tor und mit Schieben vielen Scheibengewinnen. Aber ich glaube, dass gerade das 1-1, nach dem 1-1 haben wir, nachdem Düsseldorf wieder ausgeglichen hat, hatten wir wieder ein bisschen Durchhänger. Wir haben uns dann wieder gefangen und sind, glaube ich, gerade im letzten Drittel, das war also für mich eine ziemlich ausgeglichene Angelegenheit bis dahin, haben wir ein paar Strafzeiten zu viele genommen und das hat Düsseldorf dann knallhart ausgenutzt. Bei 4-2 mit 3 oder 4 Minuten Verschluss, musst du sagen, gegen die beste defensive Mannschaft in der DEL, nochmal zurückzukommen. Da haben die Jungs wirklich, wirklich einen super Job gemacht, haben an sich geglaubt und zusammengespielt und hatten dann auch wie immer, wenn du sowas ist, ein bisschen Glück auf der Seite. Insgesamt halt ein echt gutes Eishockeyspiel mit viel Action, viel Intensität, mit allem, was dazu gehört. Ich bin zufrieden mit dem einen Punkt gegen eine gute Düsseldorfer Mannschaft und freue mich für die Jungs, dass sie heute belohnt worden sind für ihre Arbeit. Für den Kevin Niedens, das war dem sein erstes Spiel außerhalb des Nachwuchsbereiches. Auch der Micha Baturli, natürlich ganz, ganz junger Kerl, der hat ein Vorbereitungsspiel gespielt, ein paar Wechsel gehabt, 7, 8 Minuten und heute hat heute einige Zeit wieder gespielt. Ja, die Jungs, die werden ins kalte Wasser geworfen und müssen schwimmen und heute haben auch über weite Strecken heute einen guten Job gemacht. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, man hört einfach viel mehr Gequatsche auf dem Eis. Also da wird viel mehr, du hörst viel mehr Sachen, die du normalerweise nicht mitbekommst. Immer noch eine gewöhnungsbedürftige Atmosphäre, aber ich glaube heute das Spiel, das war ein richtig gutes Eishockeyspiel und ob es den Fans hat es gefallen, die jetzt das Ganze auf Magenta verfolgt haben, weil auch live wäre es ein gutes Spiel gewesen und ich hoffe im Fernsehen ist es gut rübergekommen. Ja, ich denke, das ist eigentlich die Message, die über allem steht heute. Endlich wieder Eishockey. Nach 9 Monaten haben wir alle hart für gekämpft, dass das so möglich ist. Leider ohne Fans, aber nichtsdestotrotz sind wir sehr glücklich, dass wir ja, heute endlich wieder Eishockey spielen konnten. Ja, jetzt so direkt nach dem Spiel, die ersten Minuten, waren wir natürlich dann doch ein bisschen traurig, dass man das Spiel dann nicht doch gewinnen konnte. Aber ich denke, mit ein bisschen Abstand können wir doch alle froh sein. Zum einen, dass wir überhaupt spielen. Und zum anderen, denke ich, war das fürs erste Spiel nach 2 Wochen Vorbereitung. Waren noch auch viele gute Sachen dabei. Leider am Ende nicht das Quäntchen Glück, was man dann braucht, um das Penaltyschießen zu gewinnen, aber auch Sachen, auf die wir aufbauen können. Ja, das ist natürlich ungewohnt. Allein der Einlauf, das war schon ein bisschen komisch, da mit dem Feuer da reinzulaufen, in der Mitte stehen zu bleiben. Und es ist keiner da. Ich meine, wir machen das besser aus Situationen, aber natürlich wünschen wir uns, dass da bald wieder Fans in die Halle kommen, weil das macht es ja auch eigentlich aus. Was anders ist, ja, man hört natürlich viel mehr als vorher. Also man hört die Spieler miteinander sprechen auf dem Eis und was sonst sehr schwer ist, auch wenn es laut ist in der Halle, dass wir uns gegenseitig hören, ist jetzt umso leichter und manchmal auch interessant, was man so alles hört. Ich finde, wir haben gut angefangen, sehr gut angefangen, haben dann ein bisschen den Tritt verloren, haben ein paar Strafen genommen. Und haben irgendwann, das hat man gemerkt, so ein bisschen die Kraft verloren. Also ist natürlich auch normal nach 2 Wochen Vorbereitung, dass man da noch nicht da ist, wo man sein möchte. Das soll auch gar keine Ausrede sein. Düsseldorf hat das dann auch gut gemacht. Dann war aber doch die Moral der Faktor, der uns dann am Ende hat zurückkommen lassen. Ich finde, das ist das Positive, was heute überwiegt, dass wir uns da nochmal rangekämpft haben, das Spiel ausgleichen konnten und dann uns im Penaltyschießen und den erzwungen haben und den Punkt gesichert haben. Ja, das ist richtig. Bremerhaven hat bisher sehr gut gespielt. Ich denke, wir sind gerade noch in einer Phase, wo wir sehr auf uns schauen, auf die Sachen, die wir besser machen können. Da waren heute einige dabei, aber wir werden auch Video machen über das Spiel heute und da gibt es mit Sicherheit auch Sachen, die wir besser machen können. Das werden wir jetzt in den nächsten Trainingseinheiten ansprechen. Vor allem jetzt regenerieren, um wieder Kräfte zu sammeln fürs nächste Spiel und dann hochkonzentriert ins nächste Spiel gehen. Und dann werden wir Bremerhaven ja, mindestens den gleichen Kampf liefern, den wir heute der DEG gegeben haben. Ja, super. Also die Jungs können gar nichts falsch machen. Das muss man zuallererst sagen. Ich finde es toll, dass die Haie da auf den eigenen Nachwuchs setzen. Das ist der Vorteil, wenn man einen hat. Und die Jungs führen wir jetzt ran und sind wir doch mal ehrlich, aus der Not heraus entsteht da was Positives. Erstens bringen die Jungs tollen Wind in die Kabine, sind gut drauf, ist mal was Neues, frischer Wind, jugendlicher Wind, haben auch Spaß mit denen.
Und ich finde, die machen ihre Sache sehr gut auf dem Eis. Ich habe da wirklich Ansätze gesehen von den Jungs, wo ich denke, die können auf jeden Fall hier in der Liga spielen. Wir brauchen jetzt noch ein, zwei kalte Winter und dann sind die soweit. Und dann haben wir aus der Not heraus den Kreis der Nationalmannschaft erweitert. Genau das ist der Weg, den das deutsche Eishockey gehen muss. Also, du hast schon gesagt, 9 Monate, eine sehr lange Zeit. Zwischenzeitlich wusste man nicht, ob es losgeht. Jetzt haben wir endlich gespielt, hat mega Bock gemacht, aber war auch ordentlich anstrengend. Auf jeden Fall die Euphorie. Also wir verlieren nicht gerne, speziell nicht gegen Düsseldorf. Aber speziell, wie wir da noch zurückgekommen sind, die 2 Tore aufgeholt haben. Und ich glaube, da können wir stolz drauf sein. Hätte auch anders ausgehen können. Und jetzt sind wir einfach froh, gespielt zu haben und schauen schon wieder nach vorne und wollen einfach weiter Eishockey spielen. Man hört sich halt untereinander noch mehr. Ne? Hört auch auf der Bank viel mehr. Natürlich mit Fans viel, viel geiler. Speziell heute, glaube ich, wäre ein schönes Spiel gewesen. Also Düsseldorf und dann auch, wie das Spiel so war, am Ende ein bisschen dreckiger geworden. Ich glaube, da wäre eine gute Stimmung drin gewesen. Aber wir nehmen das jetzt so hin. Haben ja auch einige Fans da eine coole Aktion gemacht mit den Schildern. Und war in Ordnung. Ich glaube, wir haben gut angefangen, haben insgesamt ein gutes Spiel gespielt. Aber ich glaube, da gibt es noch einige Sachen, die wir verbessern können. Aber ich glaube, das war normal, das war zu erwarten. Wie gesagt, heute ging es, glaube ich, auch darum, dass wir dann auch noch Charakter zeigen. Wir wissen, dass wir eine gute Truppe haben und an den anderen Schrauben können wir noch rumschrauben und werden wir noch besser. Man muss auf jeden Fall 100% da sein. Also riesen Respekt vor Bremerhaven. Ich glaube am Anfang, ich glaube vor 4-5 Jahren, wenn die Liga kam, dachte jeder so, okay, Aufsteiger, mal schauen. Und dann dachte man, okay, jetzt haben sie Glück oder so. Aber mittlerweile haben sie sich echt etabliert, werden jedes Jahr stärker. Also riesen Respekt davor. Und ist eine super Mannschaft. Und, aber ich glaube am Anfang werden wir einfach uns auf uns konzentrieren, werden besser in unseren Sachen und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ja, ne, also ich glaube, das ist auch eine riesengroße Chance für die Jungs. Bringen uns viel Energie ins Team rein und haben eine gute Leistung gebracht. Und ich glaube, wenn das erste Spiel mal aus dem Weg ist, dann wird es umso besser.